du geschlafen? Nein. Ich schlafe nachher im Hotel. Willkommen in Berlin. Können Sie mir sagen, woran Sie sich erinnern? Ich war in einem Taxi. Ich hatte einen Unfall. Und dann bin ich hier aufgewacht. Sie lagen 4 Tage lang im Koma. Wir haben keinen Ausweis bei Ihnen gefunden. Wie heißen Sie? Ich bin Dr. Martin Harris. Ich war 4 Tage weg und meine Frau ist in einer Stadt, in der sie sich nicht auskennt. Verzeihung, haben Sie eine Einladung? Das da drüben ist meine Frau. Liz. Sollten wir uns kennen? Was ist denn los? Ich bin's doch. Dein Mann? Martin? Sie sind Dr. Martin Harris? Sieht wohl ganz danach aus. Soll das etwa ein Witz sein? Kennst du diesen Mann? Nein. Schafft ihn hier raus! Liz! Liz! Es gibt keine sicheren Prognosen bei schweren Traumata dieser Art. Erinnerungen gehen verloren oder werden lückenhaft. Ich bin nicht verrückt. Irgendwo gibt es Beweise, dass ich bin. Ich war in Ihrem Taxi. Wir hatten einen Unfall. Wie haben Sie mich gefunden? Ich muss wissen, was passiert ist. Sie sind in Gefahr. Die beobachten Sie. Die wollten, dass ich glaube, dass ich verrückt bin. Aber seit Sie mich umbringen wollen, ist mir alles klar. Das ist ein einfacher Code. Sagen Ihnen die Zahlen etwas? Das ist die Handschrift meiner Frau. Die haben Ausweise, Kreditkarten, Familienfotos. Sie erinnern sich ja wirklich an nichts mehr. Nehmen Sie Ihre Hände weg! Wer sind diese Leute? Sie können jede Identität annehmen. Die Frage, die sie stellt, lautet, wieso wollen die ihren Platz einnehmen? Ich habe keine Ahnung, wer dieser Mann ist. Aber Sie müssen ihn verhaften oder viele Menschen werden sterben. Es gibt keinen Martin Harris. Er existiert nicht. Ich bin Martin Harris. Und ich habe nicht alles vergessen.